Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Angezockt. Wir wollen die Beta von Skull & Bones anzocken. Ich habe die letzte Beta ja schon verpasst. Die Beta werden wir jetzt anzocken. Kann sein, dass ihr was im Hintergrund hört. Frauenkind gucken mich gerade rüber, Hotzenplotz. Also es könnte möglich sein, dass er da was hört. Vorlesen wollen wir nicht. Also hat erstmal ewig gedauert, bis wir im Spiel waren. Untertitel aus. Standard. Wo ist denn der Unterschied zwischen Standard und komplett? Ich sehe keinen Unterschied. Er hat gelogen, aber natürlich kann er es nicht. Aber er hat es anders gemacht. Ja. Geräusche. Untertitel im Gameplay. Dieser aktiviert die Schriftanzeige von akustischen Spielereignissen. Ach nee, das brauchen wir nicht. Menüsprache Deutsch. Deutsch. Gesprochene Sprache Deutsch. So liebe ich das. Und das wird Deutsch. Crossplay an, wie bei mit anderen. Dass wir auch wirklich was finden. Kameraführung. Aber das Inspielrenkommen hat ewig gedauert. So, Grafikmodus. Wir wollen, können Qualität oder Leistung auswählen. Leistung, niedrige Auflösung und weniger Grafikdetails. Qualitätsmodus, hohe Grafik und ermöglicht Raytracing. Jo, das wollen wir. Mit den Einstellungen bin ich hier eigentlich ganz zufrieden. Ich habe ja die PlayStation eingestellt. Die Helligkeit können wir hier nur einstellen, aber nee, das ist übertrieben. Das mit 0 sieht bei mir eigentlich ganz gut aus. Nee, wir lassen 0. Das soll ja auch so dunkel sein, nicht, dass ihr euch da wundert, weil wir sind in einer schattigen Ecke und es soll ja schattig sein und hell soll hell sein. Maximale Leuchtdichte. Hm. Hier. Nö. Wir machen auf 600. Ist ja cool. Ja, brauchen wir nicht, ich bin nicht farbfehlsichtig. Wir spielen alle nach denselben Regeln. Freundlich spielen, fair spielen. Ja, finde ich gut. Stimme ich natürlich zu. So. Wir gucken mal bei UbiConnect, ob wir da schon was haben, was wir da aktivieren können. Vielleicht ist ja schon was gratis drin. Und man übernimmt das ja, was man hier erspielt, wenn man sich das Spiel kauft, ins fertige Spiel. Nee, scheint nicht so, dass hier was verfügbar ist. Schade. Option. Jetzt vorgestellt spielen. Dann machen wir mal jetzt spielen. Ich bin mal sehr gespannt. Ich war sehr skeptisch. Des Kapitalismus. Unternehmen so mächtig wie Nationen beherrschen die See und die ertragreichsten Handelsrouten der Welt. Mit Tyrannei und Ausbeutung und entfachen einen Krieg um die globale Vorherrschaft. Eine Flut exotischer Waren aus dem Indischen Ozean schafft neue Bedürfnisse und füllt die Schatzkammern mit Münzen, an denen Blut klebt. Und wo Blut ist, da lauern auch Raubtiere. Oh, Blut klebt. Raubtiere sind nicht schlecht. Also ich bin da sehr, ich gehe da sehr skeptisch ran, weil das, was ich gesehen hatte, hat mir nicht gefallen. Aber die haben es ja dann nochmal zurückgerufen. Ich erwarte halt wirklich Schiffsschlachten wie bei Assassin's Creed Black Flag.
Die haben ja schon gesagt, nicht Triple A, das wird Quad A. Und ich würde gerne auch in die Städte reinholen, oder die Hafenstädte wenigstens. Wir sehen, was ich umbaue und ich will verschiedene Schiffe haben und wenn mein Piratenschiff größer machen. Okay, wir steuern schon so mit L. Geht auch nicht so leicht, also dauert ein bisschen, das ist schön. Es ist an der Breitseite angreifbar. Habe ich gerammt. Geht auch. Gut. Das Blatt wendet sich. Wir schaffen das Ganze ganz zusammen. Sofort. Mach es so, wie du es gemacht hast. Die Grafik, also bis jetzt sieht die Grafik gut aus. Okay. Schön. Ach, schön. Aber wir sind außerhalb. Ah, da sind sie. Yes. Aber entern können wir sie nicht, so wie es aussieht, oder? Ich hab's geschafft. Den müssen wir erstmal wegmachen hier. Die hören uns oder was? Die greifen nämlich auch an.
Das gefällt mir schon mal. Ey, so viele kann ich nicht gewinnen. Also der Einstieg hat mir schon mal gefallen. Also die Steuerung, sie ist nicht so leicht. Das ist so gut, weil so ein Schiff ist ja nicht so leicht zu steuern. Also das dauert schon ein bisschen, wenn man rumlenkt. Mit den Kanonen, das hat mir gefallen. Plus mit der schnellen Kanone, mit der Übersicht, hat mir halt das gefehlt, wo denn hinkommt. Ich habe nur die Linie jetzt gesehen. Da muss ich mir noch ein bisschen rinfuchsen. Ich guck schon nicht. Ich hoffe nur, dass beim fertigen Spiel, wie gesagt, ich spiele auf PS5, es kommt auch nur für PS5, soweit ich weiß, dass die Ladezeiten da etwas besser werden. Weil ich habe das Spiel vorhin gestartet und ich habe ewig gebraucht, stand dann erstmal, sag ich, das okay, mach mal starten. Und dann stand da Verarbeitung, nee Quatsch, Connecten oder so, hat ewig gedauert, bis ich dann bei 100% war. Ich habe in der Zeit dann auch schnell die Geschirrspülmaschine ausgeräumt. Und eingeräumt. Ja, von der Wolfsmaschine. Ach so, Lucy. Ja. Okay. Überwinde deine Widrigkeiten, während du das. Als Gleitschutz von Kapitän. Wertvolle Ware schmuggelst. Wird dein Schiff durch die britischen versenkt und macht du schutzlos auf den Wellen der Welt reist. Gar nicht. Okay, also ich treibe jetzt hier schutzlos in der See. Du wurdest rausgeworfen. Bei der Kommunikation mit Ubisoft Online-Diensten ist ein Problem aufgetreten. Ey, jetzt ist schon wieder diese M. Und jetzt, oh, wieder Verbindungsaufbau. Das hat vorhin ewig gedauert. Es kann bei der PS5 an dem IPv6 liegen, weil ich weiß, einige hatten auch Probleme, sich God of War runterzuladen. Also God of War Valhalla, das DLC. Wurden einige runterladen und es hat nicht geklappt. Stand immer Fehler. Die mussten dann halt ihr Handy als mobilen Hotspot nehmen, um das wenigstens auszulösen. Und dann halt wieder auf normal Internet wechseln, damit dann alles funktioniert hat. Ich habe auch den Fehler gekriegt, aber ich habe 2-3 Mal angeklickt und dann ging's. Ich habe aber bei COD zum Beispiel das Problem auch. Ich gehe in COD rein, gehe in Zombie rein, werd rausgeschmissen. Also nicht ins Spiel direkt, sondern also im Menü, ne? Bevor ich überhaupt ins Spiel reingehe. Und dann passiert so, ja, was weiß ich. Also, ach, das geht jetzt schon ein bisschen schneller als vorhin. Das passiert 3-4 Mal, manchmal 5 Mal. Und wenn ich dann drinne bin, dann ist gut. Dann hat sich's eingekriegt. Und ich habe halt mal nachgelesen, habe auch gegoogelt. Einige haben diese Probleme. Und bei God of War hängt immer noch, ich weiß es nicht, an der IPv6, dass die PlayStation mit IPv6 wohl nicht so klarkommt. Ja. Warte ich mir, wo ich gesagt habe, Mensch, müsste man das doch mit einem Update mal nachpatchen oder so, dass das funktioniert. Aber naja. Wenn das immer so lange dauert, willst du ein Spiel starten, musst du erstmal 3-4 Minuten warten, bis du reinkommst. So, jetzt aber. Ubisoft Connect. Vorteil entdecken. Ja, aber das geht ja nicht, ist ja, oder geht's jetzt, zeigt er mir jetzt was an? Nö, es
geht halt immer noch nicht, weil es ist ja noch nicht da. Gut. So, aber also jetzt steht schon meine Online-ID da, PlayStation, Sozial. Da könnte ich jetzt Leute einladen, die das Spiel auch spielen. Okay, dann machen wir einfach mal fortsetzen. Spielen wir mal auf den blauen Dunst. Jetzt haben wir wieder das Gleiche, das war halt mitten auf dem Ozean. Wir hatten ja die Schlacht gemacht und wir sind jetzt mitten auf dem Ozean. Und jetzt haben wir eine Spielersuche. Oh, es geht. Bitte, 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 nicht wieder Fehler. Ah, ich höre Wellengeräusche. Ja. Die Grafik sieht bis jetzt ganz gut aus. Der sind wir jetzt. Kann man den Charakter auch anpassen? Ich würde gerne dann meinen Charakter anpassen. Wie groß, wie breit, dann hast du die sind. Nein, oder doch? Ah, ich kann anpassen. Der sieht ein bisschen aus. Wie der Innere von Sons of Anarchy. Gut. Ich nehme den. Das ist ein bisschen sehr blass. Bin am Überlegen zwischen dem letzten und dem ersten. Nein, das war der erste. So, Körperform. Nimm das. Oh, hier ist ein Schmargeltarzan hier. So. Körperschmuck, yes. Ich kann nur eins nehmen? Was ist denn das? Sieht auch gut aus. Aber ich will das hier. Warum kann ich nicht mehr Körperschmuck auswählen? Oh, ist ja cool. Was ich alles machen kann, aber ich nehme normal blau. Haarfarbe. Nehme ich dunkelblond? Ja, das ist zu dunkel. Das ist so hell. Was fehlt uns denn? Ja, es fällt auf, dass alle Indizien im Zusammenhang stehen. Mit einer. Ja, das kommt schon etwa hin, das nehmen wir. Versteckt sich der Hotzenplatz. Der kann sich fast alles entdecken. Kannst du nicht fast so, ja, das sieht da ein bisschen. Das ist ein bisschen stopplich, die Haare. Ich hoffe, die kann man dann noch ein bisschen anpassen. Also, das sieht ja doof aus. Das ist halt präzise. Brief?
den schönen Bart. Oh ja, den. Deine mit das großen Mutter und Kasper in meiner Gewalt sind. Sauerbier, können Sie denn nicht lesen? Doch, doch, aber es ist. Er liest mir so, wie es da steht. Doch, aber kann ich nicht beschreiben. Und wenn Sie sie länger. Oh, ich hätte gerne eine längere, aber naja, okay. 5555. Oh, vorkürzen. Wenn der Bauch so lange. Aber blöd. Bist du bereit? Jo, ich bin bereit. Wir müssen mal zum Arzt gehen. Das ist wirklich heute von alleine. Und wenn du nicht weggehst. Wie sie schlau, Meier. Noch in der Nähe. Hier meine Hand. Du stirbst heute nicht. Als ob es ja immer noch nicht weggegangen. Als ob. Ach doch, die hat mehrere Tattoos. Aber ich würde die ja eine pro Arm und alles, also nicht nur sagen, in Grundform von Tattoos. Ich möchte ja sagen, was ich auf dem Arm haben will und was die Beine, was die Gesicht, Hals. Wir haben überlebt und finden dich, um diese Dau zu bemannen. Ich würde sagen, unser Glück nimmt Fahrt auf was. Du hast diese Gier in den Augen. Diesen Ausdruck sah ich schon bei so vielen anderen. Ich bin sicher, dass wir und zum Piratenparadies zu kommen, müssten wir den Weg kennen. Hier, ein Logbuch in der Landfrage. Ja, natürlich! Enthüllt sich das Schicksal Blatt für Blatt und offen liegt es direkt vor uns. Vielleicht hilft dir das deinen Weg zu finden, mein Freund. Mach dich plötzlich. Ich gehe als Ruder in die Briten zurückkehren. Ich gehe ans Segeln. Der Wind ist mit den Kräften erfolgt. Einer der Überlebenden muss doch den Weg nach Süden ankennen. Möge Clemens Glück ins Holz sein. Es ist gerne immer klein. Als ob. Nein. Ich kann seinen Bonbon beißen. Der ist doch super hart. Nein, dann geht jetzt. Nicht essen das. Oh ja, man kann von Bord gehen. Kannst du Nahrung zubereiten? Der Verzehr von gegrilltem Essen erhöht sofort die Ausdauer. Belastung. Gekochtes Essen. Ausdauergeneration und sorgt für Einzelfertigung. Okay. Bestandteile fehlen. Okay, kann ich nicht machen. Ah, hier ist auch noch ein. Test-Oktopus, auch nicht schlecht. Ich sagte Captain Wrestler, dass das Schiff so überladen ist wie eine trächtige Sau. Wir haben zwar die Briten im Nebel abgehängt, aber auch den Kampf gegen die Elemente verloren. Und nun? Und die Teilchen? Der Exeter ist an diesen Untiefen zerschellt. Das war gerade einer weggeschellt. Weggebacken. Die glauben, dieser Teufelsfelsen sei ihr Untergang. Und wo wart ihr, Captain, als die Exeter von britischen Fregatten gehetzt wurde? Zweifellos habt ihr euch in eurem Quartier verkrochen, wie ein dreckiges Bildungsschwein. Warum? Vielleicht komme ich doch besser morgen wieder.
Was bringt uns eure Tollkühnheit, wenn sie uns auf diesen untiefen stranden lässt? Ihr wollt nach St. Anne? Natürlich. Genau wie der Rest der betrunkenen Bande, die hier auf ihren Arschen sitzt. Doch wenn wir mit leeren Händen zum Piratenfürsten zurückkehren, sind wir unsere Posten los, wenn er uns nicht vorher das Fell über die Ohren zieht. Merkt, was in diesen haiverseuchten Gewässern von Skurlocks Fracht übrig ist. Nur dann verrate ich euch den Weg zum Piratenparadies. Okay. Belohnung. Hallo? Fisch. Okay, annehmen. Gut. Haben wir unsere erste Quest. Gute dich. Was bist denn du? Dieser Offizier trifft beim Angel das Meer nicht. Aber wenn er den Weg nach St. Anne kennt, brauchen wir Skurlocks Ladung. Aber spielen nur, ne? Wir können diese Fische jagen und essen. Schnell zuschlagen! Ja, wie? Oh. Wie kann ich jetzt angeln? Gut gemacht. Das sollte reichen. Oh. Nein, die sind echt. Wir müssen nur eine Toilette haben. Jetzt? Ich konnte nicht mehr Gegenstände zu welchen Typs. Okay. Thank you.
aufgebaut mit deinem Bauch. Komm, wir machen Aufstellungen. Okay. Die Arme. Jetzt wollen sie uns weiß machen, dass ihr Vater dabei die Schuld ist, dass sie so ein schlechter Mensch geworden sind. Oh. Alexa? Hast du so etwas gar nicht? TV aus. Nee, Mama, ich muss es gerade nicht. Sie hat es frei. Na, schon mal. Bitte mit dem Pfand mitnehmen? Nein, bitte nicht. Nein, das ist nicht. Ich. Da oben gibt's noch was. Das ist ich. So, das war mein dicker Baum. Guck mal, jetzt ist er wieder schön. So, der flach. Jetzt siehst du deine Füße wieder. Nimm das auch mit. Ja, also, bitte Dreck hier lassen. Nimm das auch mit. Nimm das auch mit. Das und das und das und das und das. Was willst du? Ich nehme gar nichts. Das geht aber nicht. Du hast erst mal geschleppt. Ich auch was mit. Okay, dann nehme ich das. Ich kann noch nicht mit folgen. Dann nehme ich das. Na, und was mit der Decke? Und dann nehme ich das. Und die Decke und deine Jacke? So. Na, da hinten sollen wir hin. Wir segeln mal hier durch bei dem Wrack hier vorbei. Oh, da ist ein großer Fisch. Oh, den holen wir uns. Die Leichen. Vielleicht müssen wir sie durchsuchen. Na, aber Tiger hat doch. Nein. Kämpf! Oder flüchten! Versuch es doch, du Biest! Bist denn du? Ah, da. Beeindruck, wie du mit dem Speer umgehst. Meine Hände zittern. Oh. Schapp mal. Hi. Da, ein zerbrochener Mast auf der Insel. Könnten dort Überlebende sein? Halt, hier ist noch was. Mit Blut. Ach, nochmal Haifleisch. Sagt nicht, ihr gehört zu Wrestlers Mannschaft. Ihr seid ein Passagier, wie ich. Ja?
Wir waren zu fünf. Mit den Haaren, das sieht, immer, sieht noch ein bisschen doof aus. Also das soll ja auch mega... Der Felsen sieht auch nicht so schön aus. Das soll ja mega geile Grafik haben, wie Ubisoft heute nicht hat. Das soll ja Mayen, also wieder ein Sprung nach vorne sein. Die Details sind gut, die Narben und so, aber ihr könnt die Haare... Guckt euch mal die Kopfhaare an, das sieht doch scheiße aus. Also mit den Haaren muss ich sagen, das sieht nicht schön aus. Ganz und gar nicht schön. Die Leichen. Vielleicht müssen wir sie durchsuchen. Wo sollen wir denn noch hin? Na, wir bleiben mal in der Bucht hier. Raus gehe ich nicht. Das kann ich ja alles hier nicht mehr mitnehmen. Bin ich schon voll. Das hört nicht so. Die Leichen. Vielleicht müssen wir sie durchsuchen. Gut Ziel! Versuch es doch nie! Vorsicht vor den Zähnen! Wie gut, dass wir dich gerettet haben! Wir schaffen es lebend hier raus! Da ist die Insel, da müssen wir hin. Ein großes Lager auf der Insel. Die Mannschaft ist mit ihren Kräften am Ende, Kapteni.
Wieder zur Insel. Backt dort eine Luft. Aber es ist ja nur eine Beta, also es ist ja nicht die Vollversion. Aber wir wissen, das ist alles Deutsch. Das ist ja gar keiner zum Quatschen. Dann gehen wir mal wieder zurück zu dem, wo wir herkommen. Oder sind Haie. Ach, erfordert Brechstange, die habe ich noch nicht. Gut, dann müssen wir erstmal wieder da zurück.
nehmen uns, geben das ab. Ihr sucht den Weg nach St. Anne. Dann bringt mir Skurlock. Danke für die Waren. Vielleicht verschont Skurlock meinen Kopf. Bei euch bin ich mir da nicht so sicher. Wenn ich ihm von dem Captain erzähle, der seine Fracht nicht beschützen konnte. Findet selbst nach St. Anne Stiefel lecker. Ich schulde euch kein Stück Silber im Arsch. Schon gar nicht, wenn meiner auf dem Spiel steht. Warum fragt ihr nicht Captain Wrestler? Vielleicht kennt seine Leiche den Weg. Jetzt verschwinde, Bilgenschwein. Ich würde das fiese Schwein jetzt gerne umbringen. So. Du lebst noch, Bilgenschwein? Nicht mehr lang. Da waren wir. Hier sind Haie, da sind Haie. Okay. Ah, jetzt bin ich wieder voll. Schwein? Nicht mehr lang. Dr. Deadbone. Blue Eyes, ich bin doch nicht Blue Eyes. Ach, die steht neben. Gut. Hat in mir drin gestanden. So, dann. Ha, ein kleines Wiesel bis zum Schluss. Wenn der Bastard Mind Wrestler hätte eine Karte nach St. Anne, dann sollten wir das Wrack absuchen. Ein bisschen viel. Nur, dass man da in den Wrack reinkommt. Lauter Tote. Ja, die Balken sehen ohnehin gerade so doll aus. Ist das vielleicht zu hell? Einstellungen, Anzeige, HDR, machen wir mal auf 500 runter,
erstmal auf 0. Ach, Scheiße, die will ich nicht. Die gleiche Sicht, wa? Ja.
Wieso hat's? Wieso kann ich da nicht mehr plündern? Was? Du hast den Weg nach Saint Anne gefunden und einen Brief mit Skurlocks Zeichen. Der Piratenfürst wird wissen wollen, was aus seiner Fracht geworden ist. John Skurlock könnte ebenso gut 3 Musketenkugeln für uns reserviert haben. Für dich vielleicht, mein Freund. Ha! Was wäre ein Piratenleben ohne Gefahr und Missgunst? Ohne die Fracht der Exeter braucht Skurlock einen Draufgänger wie dich, um neue Waren für sein Piratenimperium zu beschaffen. Und bisher hat dein Glück uns gute Dienste geleistet. Ich bin froh, dass wir dich aus dem Wasser gezogen haben. Ja, was bin ich nur für ein Glückspilz? Wrestler ist tot und mit ihm starben alle Abmachungen und Pflichten. Es steht dir frei, dein eigenes Glück zu suchen, Captain. Captain, also. Solange du uns nicht gegen die verfluchten Felsen steuerst. Okay, jetzt bin ich Captain. Endlich lassen wir diese verdammten Atolle hinter uns. Du bist ein Glückskind, Captain. Mein Gefühl sagt mir, dass alles gut wird. Vielleicht bleibe ich noch ein bisschen länger. Stell dir vor, was wir gemeinsam erreichen könnten, Captain. Wir könnten eine Flotte aufbauen und unsere Feinde vernichten. Jeder Gefahr ins Gesicht lachen. Wir könnten selbst den Göttern trotzen. Kurs auf Saint Anne, Captain. Wenn gewisse Leute auf dem Weg über Bord gehen, kann ich damit leben. Los! Jetzt los auf das Piratenparadies! Die See will unser Blut! Ein weiteres Untier von der See verschluckt. Besser die Hose voll, als auf See zu sterben. Na, ich habe ja noch ihn niedergemacht. Den holen wir uns jetzt auch gleich noch. Ups. Wir wissen ja nicht, wann wir wieder was kriegen. Also müssen wir was mit Zeug entdecken. So. Jetzt erstmal nach St. Anne, aber ich will hier vorher noch die Planken und die rostigen Nägel wieder mitnehmen. Am Horizont von St. Anne finde ich vielleicht den Sonnenaufgang meiner Träume. Hoffentlich hintergehen die Piraten dich nicht zuerst. Wenn du Frachtgewicht des Schiffes. Ich will heute nicht sterben! Okay, ich bin überladen. Na, da schießt doch einer wieder mit der Kanone. Was siehst du, Captain? Also bis jetzt macht es eigentlich einen guten Eindruck. Es hat Schwachstellen. Also die Grafik sehe ich jetzt ehrlich gesagt
nicht so, dass da jetzt hier Quad A irgendwie Verbesserung irgendwie Sprung ist. Das jetzt, das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus, aber im Spiel habt ihr eben die Felsen gesehen und die Planken, aber es ist eine Beta. Ubisoft Singapur. Aber so vom Spielspaßfaktor war bis jetzt ganz cool. Mit dem ins Schiff rein, dann auf die Insel. Oh, das sieht doch geil aus. Also das sah echt cool aus und hat auch Spaß gemacht. Auch vor allem, du lenkst das Schiff, kannst auch Innenansicht vom Schiff machen. Ach, ich habe schon wieder garantiert Internetprobleme. Nee. Das sah wirklich sehr geil aus. Also ist meine Befürchtungen haben sich, ehrlich gesagt, nicht bewahrheitet. Man kann vom Schiff, kann das so angucken und alle, das sieht alles ganz cool aus. Grafisch ist natürlich noch Verbesserung drin. Ich bin mal gespannt, wie groß die Landkarte denn überhaupt sein wird, weil die haben gesagt, das wird die größte Landkarte, die jemals in einem Ubisoft-Spiel drin war. Und bei Valhalla war sie schon riesig und bei denen davor auch Griechenland und Ägypten ja auch. Ich hoffe, das ist im fertigen Spiel nicht, oder bei der PlayStation fixen das irgendwie mal. Ich habe keine Ahnung. Jedes Mal. Das ist nicht nur bei dem Spiel. Habe schon überprüft. Hat ja nach Fehlern überprüfen die PlayStation und Internetverbindung überprüft und hast nie gesehen. Alles ohne Probleme. PlayStation keine Probleme, Internetverbindung keine Probleme. Ladezellen sind aber schon doll. Gut, dann scheint es jetzt hier angezockt da zu enden, wo ich nicht weiterkomme. Aber wir sind ja auch schon über eine Stunde dabei.
Das hat sich wohl bei mir erledigt. Schade. Oder? Doch, geht weiter. Geht weiter. Dann können wir noch ein paar Minuten. Wir wollen ja auch wissen, wie die Piratenburg jetzt aussieht. Und gucken, wie unser erstes Schiff aussieht. Weil wir können ja nicht mit dieser Nussschale weitermachen. Die Bäume sehen komisch aus. Ich habe den Bart zu dunkel, der macht mir die Haare. Riechst du das Salz, die Gewürze und die Sünden? Der Indische Ozean ist voller Geheimnisse und Mysterien. Ich finde auch schön, dass die Tattoos nicht so gut aussehen. Also nicht falsch verstehen. Also, was immer ein Pirat braucht, hier findet man es. Vom Style her, dass sie halt angemessen aussehen, wie damals aussah. Ne? Nicht so High-End-Tattoos, so sahen die damals nicht aus. Seht ihr ja, wie der Totenkopf da aussieht. Hey, sieh nicht mich an. Nur du kannst Skurlock überzeugen. Ich? Ha ja, ich habe meine Chance nicht genutzt. Wir brauchen Skurlocks Treue nicht, um Ruhm und Einfluss zu gewinnen. Nur seine Verbindungen. Ein ordentliches Schiff wäre ein Anfang. Außer du willst es dir auf der Dau gemütlich machen. Ich bleib beim Schiff, während du an Land gehst. Und kümmere dich nicht um den Abschaum, Captain. Denk daran, wir sind nur dem Wind Rechenschaft schuldig. Jetzt sieht der Bart wieder nicht so dunkel aus. Naja. Muss ich jetzt so kämpfen? Sieht ganz schön fertig aus. Hält höchstens 2-3 Tage durch. Tage? Dieser Kadaver zerfällt doch jetzt schon. Und stinkt übel nach Walpisse. Komm später wieder. Ich muss erst das Skurlock. Halt, wer bist du? Hier war doch was. Achso, ein Spieler. Feuerwerk.
Ach, ein Schiffstier gibt's auch. Komm später wieder. Oh Mann! Ihr gehört zu den Überlebenden aus dem Schiffswrack. Natürlich. Eure Lage muss sich verbessert haben, wenn ihr Lagerraum braucht. Ihr macht wohl alles richtig. Ja. Die fleißige Ameise. Wo habe ich es nur hingetan? Eure Fracht ist hier sicher. Egal auf was für einen Kahn man fährt. Hauptsache der Captain ist top. Hi, eine Mannschaft aus richtigen Piraten kann ein paar Mögen machen. Oder was passiert? Ja. Roma Saba und Palma. Was braucht man hier? Der hier hat den Schiffbruch überlebt. Das sieht wohl so aus. Ein Überlebender. Kommt rein, Sportel. Erledige das. Oder lass dich nie wieder hier blicken. Du tauge nichts. Die Briten versenkten mein Schiff und meine Fracht. Doch euch spuckten sie wieder aus? Ich hoffe, ihr seid nicht wertlos. Ich brauchte diese Waren. Wisst ihr, dieser Hafen gedeiht nur durch Tölis Gunst. Dieser Händler ist so reich, er pisst flüssiges Gold. Doch ich bekam nur einen Brief. Dieses Schwein reibt mir seinen Arsch ins Gesicht. Ich schicke eine volle Ladung und er verlangt das Dreifache. Ich brauche mehr Kapitäne. Ihr habt ein Näschen für Geschäfte.
Ich kann euch einigen Händlern vorstellen, aber ihr braucht einen größeren Frachtraum. Ich sah, in welcher Nussschale ihr angespült wurdet. Kaum mehr als Treibgut. Ihr habt Schneid, aber ihr seid noch nicht bereit. Ihr wollt raus aus den Lumpen und auf ein richtiges Schiff? Macht euch einen Namen und verschafft euch Respekt. Dann wird euch Gutes widerfahren. Mhm. Tut das und ich mache euch zum berüchtigsten Piraten der 7 Weltmeere. Jetzt verschwindet. Wir sehen uns bald wieder. Also da sieht die Grafik wieder sehr gut aus, auch die Details. Okay, also müssen wir Ruhm aufbauen, naja. Drücke, Ruhm. Ich hab 0. Bin Rang 0. Ja, dann brauchen wir erstmal Klamotten. Wäre schön aussehen hier. Ein neuer Stil gefällig, Mon Coeur. Na klar. Ich habe gleich gesehen, dass ihr kein gewöhnlicher Pirat seid. Nee, sind wir nicht. Kommt, Florentin d'Alesso. Wir werden der König der Piraten. Gegenstände kaufen, ausrüsten, aussehen, ändern. Ich kann halt nur dieses Standard. Ich hätte gerne, dass ich auf den Arm auswählen kann, aber ich lasse das dann gleich. Ja. Aussehen. Ja. Das erinnert mich ein bisschen an Assassin's Creed. Ja, und das sind schwarz. Oh, das sieht gut aus. Oh ja, oh, zeig mal drückt euch. Ich hoffe, ich kann mein eigenes Piratenemblem auch machen noch. Ich will ja nicht irgendein vorgeschlagenes Piratenemblem, ich will mein eigenes. Mein Vater wird überrascht sein, wenn ich demnächst mit einem Schiff voller Kleider zurückkomme. Das. Rot-Set, genau. Nicht genug Silber. Och, echt jetzt? Oh, oh Gott, wie teuer ist denn das? Scheibenkleister. Cool.
Da haben sie schon. Ah, hier Tattoos kann man auch noch nachträglich kaufen. Okay. Da können wir nichts machen. Müssen wir irgendwie Kohle verdienen. Lagerhaus. Kochtopf. Ah, hier. Warenhändler, komm später wieder. Komm später wieder. Ah, wir müssen erst zum Schiffshändler. Ah, ihr seid der Seetang, der vom Wrack der Exeter angespült wurde. Natürlich sind wir das. Sherlock mag Potenzial in euch sehen. Ich sehe nur einen mächtigen Piraten mit einem Pissfleck am Hosenlatz. Wohl, wie der König der Piraten! Der Piratenkönig in jemand, der so abgerissen ist wie ihr. Und warum sollten andere mit einem Kapitäni segeln, der nur ein leckes Boot sein eigen nennt? Doch wenn ihr euch beweist, werden sogar die Wellen sich euch beugen. Ich nehme an, ihr sehnt euch nach einem Schulterklopfen, Schätzen in den Stiefeln und John Skurlocks warmer Umarmung. Ha, St. Anne schlitzt euch eher die Kehle auf, als sich Paradies nennen zu lassen. Ich kann euch das mächtigste Schiff des Indischen Ozeans bauen, so wie Skurlocks Margareta. Doch wie ihr es durch die Gezeiten steuert, liegt allein an euch, Kapitäni. Ein Pirat steuert sein Schiff. Doch wie es sich im Monsun verhält, hängt vom Baumeister ab. Besucht meinen Freund Seen, den Zimmermann. Er hilft euch mit den Werkzeugen, die ihr braucht, um Material für ein Schiff zu sammeln. Schnell, bevor das Schiff ablegt. Jumbo, ihr habt euch... Ihr seid eifrig. Komm. Wir können uns gegenseitig... Quatschen nervt mich jetzt. Ich will jetzt eigentlich ein Schiff. Kaufen und verkaufen. Okay. Neue Gegenstände herstellen. 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 Ich bin immer hier. Sprechen. Was ist? Braucht ihr noch mehr von mir? Ach du alter Bimmer, man kann es nicht alles neu herstellen. Beitel kann ich wahre Wunder vollbringen.
Adjutant, wir sehen. Edlung, Schmied, oh, da komme ich nicht lang. Ein Brief. Schmuggeln ist gefährliche Arbeit. Das Fischen auch. Die Diebstähle haben in letzter Zeit zugenommen. Wenn ihr immer wieder kommt, muss ich euch eine Geschichte vorlesen. Kommt jederzeit wieder. Keinen Appetit. Das liegt am Gestank hier. Was ist? Braucht ihr noch mehr von mir? Meine Schwester war stark und schön. Sie fehlt mir. Vielleicht kommen wir wieder ins Geschäft. Kommt ihr wegen mir? Eine sehr gute Wahl. €1.200 kostet die Jacke. Und der Hut 800. Ja, aber ich renne schon mal wieder nicht barfuß rum. Das ist ja schon mal viel wert.
denkt daran, wenn euer Ruhm wächst, sollte euer Stil mithalten. Auftrag. Okay, ich muss das halt beschaffen. Dann gehen wir mal zum Schiff. Ich habe genug von Kompanieschiffen. Ich hoffe, du hast ein größeres Schiff bereit, Captain. Ich will dich nicht wieder aus dem Meer ziehen. Die See ruft, Captain. Antworten wir? Ah, ich weiß. Nee. Geht blätten, ja. Und Captain, setzen wir die Segel? Schiff aus der nordischen Sage.
Upsala. Ich war zu nah an den Dings dran. Aber egal. So, dann will ich aber jetzt hier hoch nach fast 2 Stunden einen Cut machen. Also, es gefällt mir. Es ist besser geworden, als man damals gesehen hat. Es hat hier noch, seht ihr ja bei der Grafik hier so und da noch so ein paar, musste man noch verbessern. Mal gucken, wie die Vollversion wird, was die Leute sagen. Aber ich muss mittlerweile sagen, wäre wirklich ein Spiel, was ich mir dann mal holen würde. Weil bis jetzt hat Spaß gemacht. Und vor allem, wenn man sein Schiff auch noch verbessern kann. Und aber es ist halt ein reines Online-Spiel. Andere Spieler ausrauben wird wahrscheinlich dann auch noch kommen. Und nicht nur halt NPCs und so. Da müsste man mal gucken, was da auf ihn zukommt. Aber ich mache jetzt den Cut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Ich lade es so hoch, wie ich es hier bei mir auf dem Bildschirm sehe und aufgenommen habe. Mit 4K und HDR. Was ihr natürlich nur sehen könnt, wenn ihr ein 4K HDR-fähiges Gerät nutzt, um das zu sehen. Ich bin jetzt weg. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Odin.